Jeder Mensch braucht die Kunst. Also wenn man jetzt zu einem Kind sagt, wenn es jetzt dann keine Kunst gibt, dann ist das Leben ganz, ganz, ganz einsam und ganz schlimm. Und alle lachen, sagt man ihnen dann, wenn es keine Kunst gibt, gibt es keine Figuren. Okay, gibt es keine Bilder, auch noch gut. Gibt es aber auch keine Bücher zum Lesen, dann werden sie schon ein bisschen skeptischer. Dann gibt es natürlich auch keine Musik zum Hören, es gibt keine Videos. Richtig getroffen sind die dann, dass sie sagen, Mensch, noch mal, das ist mir noch gar nicht bewusst gewesen, dass man das ja alles braucht zum Leben. Und das wird einer dann klar. So wird der Eber. Ich habe den ganzen Keiler in Gips. Jetzt kommt die nächste Sache, dass man in die Einzelformen hingeht. Und dann wird das eben so hergezogen, die Formen. Und so kriegt man dann eine komplette, schöne Kugel her, die praktisch die Masse ausdrückt, also wo man dann einfach auch die Kraft vom ganzen Tier zeigen kann, an so Einzelformen. Jeder glaubt immer, wenn er wo einsparen kann, dann spart er in der Kunst ein. Und genau das ist der Fehler. Ganz toll für mich war, dass ich in Simbach am Inn gestalten konnte, wie der Enus da gebieterisch über die Straße schaut. Auf der einen Seite des Flusses ist Bayern, auf der anderen Seite Österreich. Dass man da die Aufgabe und die Ehre hat, das ist natürlich toll gewesen. Bin nach Simbach ins Gymnasium gekommen und habe dann das große Glück gehabt, im Gymnasium einen Kunsterzieher zu haben, der uns so begeistert hat für die Kunst. Und dann hat der zu mir gesagt, einfach, du musst das machen. Und dann bin ich eben nach Oberammergau, bin dann an die Kunstakademie gegangen, nach München und habe dann einen ganz großen Freundeskreis aufgetan für mich. Ein Freundeskreis, wo wir uns immer noch gegenseitig helfen und unterstützen. Wenn man Freunde hat, lebt man, finde ich.